Grüß euch. Willkommen in der kleinen Garage. Die Reisevorbereitungen gehen weiter. Und letztes Jahr bin ich zu dieser Zeit ungefähr in Bosnien-Herzegowina gewesen. Das war super, 10 Tage lang, aber 10 Tage lang Regen. Es hat in einer Tour geregnet. Hochwasser, Hagel, es war alles dabei. Dem Motorrad hat es nichts ausgemacht. Obwohl sehr viele Komponenten Eigenbau sind und in der Elektronik auch viel gemacht wurde. Aber die Kette hat gigantisch gelitten. Unglaublich. Und ständig das Kettenölen mit einem kleinen Kettenspraydöschen, mit so etwas, was natürlich normal eigentlich ausreicht. Kein Problem. Man nimmt sich das mit, schmiert alle 3 Tage oder jeden 2. Tag ein bisschen und das passt. Aber mit diesen Wetterbedingungen habe ich keine Chance mit dem Döschen gehabt. Ich habe jemanden getroffen, der hat mir noch ein zweites gegeben, hat auch nicht gereicht. Eigentlich müsste ich sowas mitnehmen in dieser Größe. Das Kettenspray funktioniert natürlich hervorragend. Die haben alle super Performances. Jedes ist in irgendeiner Weise besonders gut. Das eine hält gut, das andere nimmt keinen Schmutz auf. Das nächste ist grün, das andere blau. Und natürlich schmieren sie alle. Funktioniert super. Gar keine Frage. Das Problem ist nur, dass von der Kette runtergeschleudert werden und dann weg ist. Daher bauen wir jetzt einen Kettenöler ein und irgendwie entschieden, für Scott Euler. Scott Euler, warum? Also ganz ehrlich, ich habe überhaupt keine Erfahrung mit Kettenöler. Und Scott Euler ist der Erste gewesen, der mir eingefallen ist. Höchstwahrscheinlich der Größte am Markt. Ich weiß es aber gar nicht. Keine Ahnung. Ich habe mit denen von Scott Euler gesprochen. Sie haben mir den empfohlen, das X-System 3. Es gibt eine Menge Systeme, wie man das auf der Homepage angeschaut. So richtig komplizierte Dinge. Dieses hier dürfte aber sehr unkompliziert sein. Und vor allem hat dieses System kein zusätzliches Schaltwerk am Cockpit. Man schaltet dieses System, also die Menge des Öls und die Abstände des Spendens, schaltet man direkt am Reservoirbehälter vom Öl. Dadurch braucht man nicht zusätzlich Platz. Was ich aber noch zeige, ist, was ist in der Box drinnen. Aber ich mache kein Unboxing-Video, wo ich stundenlang dann dieses Papier aufschneide und mich darüber freue, dass er das so toll angreift. Nein, wir reißen die Box jetzt auf, schauen rein, was ist drinnen und fertig. So, was haben wir da drinnen? Bedienungsanleitung braucht man sicher. Den Scott Euler selbst. Ich glaube, man sieht das ganz gut. Da ist das Bedienfeld, das ist das Reservoir. Da gibt es mehrere Möglichkeiten, das zu befestigen. Das muss zwingend nicht senkrecht stehen, das kann auch flach sein, habe ich gesehen. So. Schauen wir uns aber in der Bedienungsanleitung genau an. Okay, den Scott Euler. Der Schlauch, was vom Scott Euler zum Ritzel dann geht. So. Und Befestigungsmaterial, Füllhülle, damit kann man dann aus dem Fläschchen den Scott Euler befüllen. Schaut so aus. Zack. Kabelbinder und super Pickerl, das ist gut, da tue ich mir eins auf. Gut, das sollte man sich wahrscheinlich auch durchlesen. Schadet nie. Okay, das ist der Boxeninhalt. Also ich finde einen guten Platz, wenn man den da hermacht. So. Das wäre nicht schlecht. Ich werde da zusätzlich eine Befestigungsplatte machen, dass dieser Scott Euler wirklich gut hält. Das werde ich so lösen, indem ich das aus Nierruster, diese Platte, da werden wir da was reinschneiden, reinbiegen. Breite, mindestens
So, schneiden wir es mal da ab. So, ich schneide das. Setzt da gut die Schere an. Zack. Ja, 100% gerade ist das jetzt natürlich nicht. Und wenn es dann da so hält, wird da das Quarteuler befestigt. Jetzt könnt ihr da natürlich nur eine Schulter reinbiegen, dann wird das ein bisschen stabiler. So wird es montiert. Nein. Ja. So, danke lieber Andreas für diese Schrauben, die du mir mal da mitgebracht hast. Die brauche ich ständig. Hält das runtergeben, glaube ich. Ah, ja. Die Frage ist, kriege ich den dann wieder rauf? So muss er her. So. Wenn der Kabelbinder dürfte noch ein bisschen besser sein. Also ich habe mir die Bedienungsanleitung ganz gut durchgelesen. Und da steht explizit drinnen, schließen Sie den Scott Euler an die Batterie an, nicht an die Zündung. Ich habe schon kurz nachgedacht, soll ich ihn an die Zündung anschließen? Dann war der Gedanke aber, vielleicht hat der Scott Euler Fehlfunktionen, wenn man an die Zündung anschließt. Vielleicht kriegt er immer Befehle, wenn die Zündung aus- und eingeschalten wird und so. Und darum habe ich das lieber lassen. Er ist jetzt eingeschalten. Ich schalte ihn aber mal aus, weil er hat mich ein bisschen auf Feuerwerk. So. Also, wenn die Lampen nach unten gehen, ist er ausgeschalten. Und jetzt schalte ich ihn nochmal ein. So. Jetzt sieht man es ganz gut. Die Lampen gehen nach oben und damit signalisiert er, dass er bereit ist, das Öl zur Kette zu befördern. Das ist, glaube ich, jetzt kann man sagen, das wichtigste Teil eigentlich. Ich habe das hinten anders befestigt wie in der Bedienungsanleitung, weil bei dieser Enduro-Schwinge das nicht so einfach ist, dass man das so macht. Ich habe einfach von diesem Kettenschützer oder eher Ritzelschützer eine andere Schrauben rein da, die was ein bisschen länger ist und habe hinten diese Tülle befestigt, an der der Schlauch zum Spenden des Öles befestigt ist. Der liegt jetzt am Ritzel auf. Ich werde es aber beobachten, ob sich das verändert. Es kann natürlich sein, dass man den dann ein bisschen nachjustieren muss. Von dem gehe ich jetzt fast einmal aus. Von da hinten, jetzt unsichtbar eigentlich, geht der Schlauch hinten weg. Da kommt er raus, eben unten an die Schwinge befestigt. Da gibt's so Teile dazu, mit denen man es befestigen kann. Das funktioniert an und für sich nicht schlecht, nur darf man sie nicht verkleben. So, ich bin so weit vorgegangen wie möglich zum Drehpunkt der Achse und bin dann beim Drehpunkt der Achse erst mit dem Schlauch raufgefahren, dass natürlich später, wenn sie die Schwinge bewegt, der Schlauch nicht abreißt, sozusagen. Oder vielleicht zu viel geschoppt wird und dadurch zu viel Beanspruchung hat. So, ich finde, dass er eigentlich ganz cool ausschaut, das Scott Euler. Er ist doch relativ groß eigentlich, aber wenn man bedenkt, dass die Bedieneinheit auch schon dabei ist und das Reservoir für das Öl relativ groß eigentlich, ja, dann ist er doch in einem sehr schmalen Design gelungen. Jetzt tun wir mal ein bisschen außer, dass man es allgemein sieht. So vielleicht. Ja, nicht schlecht. Es ist jetzt
2.15 Uhr in der Nacht. Ich habe tatsächlich viel länger gebraucht, als ich angenommen habe. Ich habe spät angefangen, muss ich auch sagen, aber insgesamt 4 Stunden mit Filmen habe ich braucht, diesen Kettenöler zu montieren. Der zweite würde um einiges schneller gehen. Ich habe das im Video gezeigt, dass ich eben einen speziellen Platz wollte. Ich wollte ihn unbedingt dort haben, nirgends anders. Erstens einmal ist er vom Fahrersitz aus bedienbar, sichtbar. Zweitens einmal stört er nicht, beeinträchtigt die Füße nicht oder das Gepäck. Das muss man auch berücksichtigen. Ja, was ist vielleicht nur zum Sagen zu dem Gerät selbst? Gar nichts, weil ich keine Erfahrung habe. Wir schauen uns das später an. Ich kann wirklich nicht sagen, ist es gut, ist es schlecht. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, das habe ich schon erwähnt, die Verpackung ist ohne Kunststoff gewesen. Wenn man die erste Hülle runter tut, dann bedankt sich die Firma darüber, dass sie das Gerät gekauft hatten, haben. Das finde ich eigentlich ganz nett. Die Bedienungsanleitung ist gut. Der Inhalt ist reichlich. Vielleicht die Klemmen für den Schlauch. Da sind, glaube ich, nur 4 Stück dabei. Das wäre nicht schlecht, wenn da vielleicht 2 mehr dabei wären. Das ist das Einzige. Vielleicht hat einer von euch schon so einen Scott Euler verbaut. Das würde mich interessieren, wie ihr das gemacht habt. Schreibt mir das gerne einer. Was gibt's nur zum Sagen? In 2 Wochen bin ich weg. Es wird wahrscheinlich dazwischen kein Video mehr geben. Ich komme nicht mehr dazu. Ich habe genug Arbeit. Das Motorrad ist startbereit, bis auf die Reifen. Reifen kommen noch drauf. Aber das Video dazu ist geschnitten, das ist vorbei, das mache ich nicht. Und nach dem Urlaub geht's weiter mit der kleinen Garage. Zuerst wird auf jeden Fall mal ein Urlaubsvideo kommen, ein kurzes. Wir haben eine Drohne mit, vielleicht wird's doch nicht so kurz, das erste Mal überhaupt. Und es werden andere Fahrzeuge vorgestellt. Es wird im KTM-Lager was vorgestellt und es wird in Christian sei BMW in einer anderen Version vorgestellt. Also da könnt ihr gespannt sein, weil diese Fotos, was für diese BMW gemacht wurden, in einer Zeitschrift kommen. Ich werde mit dem Christian die Zeitschrift präsentieren. Ihr werdet euch wundern, wo man die betrachten kann. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bitte liken, Daumen hoch, was drunter schreiben, ganz wichtig, schreibt mal was hin. Ich lese das alles. Ich beantworte eigentlich auch alle Fragen. Manchmal vielleicht nicht so ausführlich, weil immerhin gibt es schon so viele Videos und in den Videos wird fast alles schon erklärt. Also wenn mir jetzt noch einmal wer fragt, welche Schwinge ich verbaut habe, dann weiß eigentlich wirklich nicht mehr, was ich dem genau antworten soll. Also bitte teilt die Videos, dass die Leute ja wissen, was da los ist. Alles Gute wünsche ich, passt gut auf, kommt ihr auch aus dem Urlaub gut nach Hause und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich drauf.